Akt 2. Eine neue Welt. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Auf geht's in die weite Welt. Spross um Spross und Stein um Steine, frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Sieht echt schön aus. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem an ihr vorbei. Das ist echt ein schönes Detail. Bringt das was? Bravo! Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Die Mühle dreht sich wieder im Wind. Kommt, oh kommt, das himmlische Kind. Sorry, ich bin echt nicht gut im Reimen. Seht, oh seht, ein Gewitter zieht auf. Was können wir bloß machen? In dieser Knauf? Tja, keine Ahnung, was ich hier erzähle. Wenn du fällst, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Das ist ja nett. Vielen Dank dafür. Aber auch keine Welt. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Ein Brett haben wir. Brauchen wir noch ein zweites? Oder vielleicht doch eher ein Bier? So wie es aussieht, brauchen wir ein zweites Brett. Denn ohne Brett können wir nicht weiter über den Fluss hinweg. Ob Abby das schaffen wird? Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine, wo keine Brücke ist. Er baut sie eben eine. Ups, spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Siehst du, auf mich ist Verlass. Ich hoffe es, denn sonst wäre es... Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Eine Jägershütte. Und schaut nur her. Was ist da los? Ist hier ein Bär? Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Sicherlich nicht. Lass ich den Wolf sterben. Er muss doch schließlich meine Juwelen erben. Was? Kann ich was machen? Okay. Bringt das was? Das bringt wohl nichts. Dort hinten ist eine Axt. Kann ich mit der Axt was anfangen?
Und doch etwa nicht. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Sicherlich kann ich das machen. Und schließlich kann ich doch den Wagen... über die Brücke... krachen lassen, Sachen machen... oder so ähnlich. Was auch immer mir das helfen wird, keine Ahnung. Vielleicht weiß es aber der nette Wirt. Abby, oh. Was tust du da? Das frage ich mich auch. Was wird das wohl... Die Fäden. Was machst du mit den Fäden? Hör auf damit. Der Wolf hat sein Leben schon hinter sich. Lass ihn in Ruhe. Was habe ich dir gesagt? Du musst gehorchen, sonst gerätst du noch in große Gefahr. Haben wir uns verstanden? Was mit dem Wolf passierte? Nun ja, der Wolf zog von dannen, ging womöglich vor die Hunde und für Abby hatte er nicht mal ein Wort des Dankes im Munde. Schade, schade. Trotzdem schön, der Wolf ist frei und kann jetzt in die weite Welt hinaus. Und die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich, sich die Äste zu verbrennen. Mir fällt halt echt nichts ein, was ich reimen kann. Schreck, oh Schreck. Ein Gewitter zieht auf. Was kann ich bloß machen? Ich muss wohl in die Berge Mann, hinauf. Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Mutterseelen allein rennt sie und läuft, während ihre Freiheit im Regen ersäuft. Ja, Abby, die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das musst auch du nun lernen. Fackeln und Feuer. Weiter brauche ich vielleicht eine Leiter? Ach Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Schnell, schnell weiter. No! Gib gut Acht auf dein Lebenslicht, Abby. Das war zu langsam. Abby war zu langsam. Ich muss schneller werden, denn sonst... gibt es... keine... weiteren Erden. What? Das Feuer muss brennen, die Fackel muss glühen. Erst dann komme ich weiter und kann mich tief in den Wäldern, so erzählt man sich schon lange. Angst und Bange.
Holy shit, eine Riesenspinne. Dieses Reimen bringt mich so durcheinander. Ich höre mal lieber auf. Der Erzähler muss das machen, nicht ich. Denn ich bin bloß ein dummer. Rauf. Da steht sie mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsame Streuen einzubereiten. Schreck, schreck, sie kommt immer näher. Was kann ich bloß machen? Hast sie wohl Feuer? Bringt das was? Feuer scheint mir jetzt zu wirken. Ich bin gut im Werfen, das sieht man doch. Okay. Ich habe sie getroffen, doch sie lässt sich nicht. Deine Fackel schmeckt mir überhaupt nicht. Komm schon, hau ab. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt noch 1000 weitere Plagen. Hoffentlich nicht. Die Plagen sind schlecht. Wie soll ich das schaffen? Ohne mein Gemächt. Was? Ja, ja, man sieht's, ne? Nimm die Fackel. Sie darf nicht erlöschen. Ich brauch sie noch. Für mehr. Kleine Fische. Man sieht's. Du musst die Flamme am Leben halten. Das mache ich ja die ganze Zeit. Hör doch mal auf. Das bringt absolut nichts. Kann ich sie dorthin werfen? Das bringt nichts. Muss ich rumspringen? An meinen Fäden fühlst du dich wirklich sicher, Mann? Ja, hoffentlich. Denn du fängst mich auf, wenn ich springe. Irgendwie war ich gerade stuck und konnte nichts machen. So, Stück für Stück für Stück. Ist das für die Fackel? Verstehst du langsam, wie dringend du mich brauchst? Dieser Ort ist so warm. Pass auf die Fackel auf. Vorsichtig. Das war knapp. Ich stürzte fast in den Abgrund. Doch das war ein schlechter Grund. Gewitter wird stärker. Es wird wohl noch lange andauern. Möglicherweise die ganze Nacht und morgen früh. Wird es mich anprangern? Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Die Spinne ist nur mausetot. Oh, Abby, wo bist du hier nur gelandet?
Schnell, Abby, schnell. Leise, leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Schau an, der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Oje, es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück, bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein, doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen. Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Fleck. Ach, ihr habt gut reden. Nur wisst ihr nicht. Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie zwei und stark wie fünf. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Ich wollte sagen... Ihr habt gut reden, doch wisst ihr nicht, wie hinterlistig ich bin, wie die Gicht. Schnell weiter, Abby. Sie werden uns nicht sehen. Geschäftig gehen die Banditen ans Werk. Eine wahre Festung wollen sie hier errichten. Gleich einem Berg. So auch immer ich das machen muss. Ich habe keine Ahnung. Bringt mir das irgendwas? Uns nicht entdecken, denn sonst werde ich mich erschrecken. Was passiert wohl da nun? Hey, aua, das sah schmerzhaft. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. Wie doof die sind. Es hat uns niemand bemerkt. Das ist gut. Denn das braucht viel Mut. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib Acht. Es wird schon alles gut kommen. Du wirst schon sehen. Abby wird es sehr bald viel besser gehen. Abby,
Willst du so enden wie die aufgeknüpften Leichen? Eigentlich nicht. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich könnte ans Seil springen. Doch das war es wohl nicht. Eddie, willst du so enden wie die aufgeknüpften Leichen? Nein. Was muss ich denn machen? Sag mir doch schon. Hilf mir doch. Du bist ja der Erzähler, das ist Sohn. Was hast du dir nur für ein Leben ausgesucht? Ich check's gerade nicht, was ich machen muss. Ist das so schwierig? Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Okay. Schön, dass wir hier eine Wasserleiche haben. Die wird uns helfen. Das ist doch gut. Ich glaube es zumindest. Honda und seine Bande. Lauf, Abby! Lauf um dein Leben! Hilf mir doch, Erzähler Sohn. Du kannst mir helfen. Du hast meine Fäden in den Händen. Du kannst uns nicht entwischen. Hol Tondo nicht in Wald. Vorsicht! Hier willst du überleben. Tondo grunzt verdutzt, als Abby ihm doch entflieht. Und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen sieht. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. Wir hatten Glück, denn womöglich hätte er uns zerstückt.